Klären wir zunächst, warum dieses Viereck magisch heißt. Warum heißt es magisch? Wegen der Zielkonflikte. Diese vier Ziele sind gleichzeitig, so zumindest ist der Standpunkt, gleichzeitig unerreichbar. Es gibt Zielkonflikte, das ist das Schlüsselwort. Warum magisch? Wegen der Zielkonflikte. Wenn wir zum Beispiel keynesianische Konjunkturpolitik betreiben, das heißt die Nachfrageseite stärken, das heißt wir pumpen Geld in die Wirtschaft für mehr oder weniger sinnlose Maßnahmen, ABM, das kennen Sie, ne? Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, irgendwo in der Literatur stand auch mal, die Leute sollen Flaschen verbuddeln, ja? Flaschen verbuddeln, das ist volkswirtschaftlich jetzt nicht so sinnig, ja? Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, den Leuten das Geld direkt zu geben, das ist nicht so sinnvoll, ja, weil man dann irgendwie auch die Leute an gewisse Dinge gewöhnt. Also man soll sich schon was tun lassen, aber das, was sie tun, muss keine sinnvolle Beschäftigung sein. Das kann sein eine ABM. Wenn man das tut, pumpt man Geld in die Wirtschaft, aber auf der anderen Seite entstehen keine sinnvollen Produkte. Das heißt, es könnte sein, dass man hier, bitte, Flaschenbäume. Ja, genau, Flaschenbäume. Dass man hier zum Beispiel die Inflation anheizt. Ja, wir haben also das eine Ziel, Beschäftigungsstand hat sich verbessert und das andere Ziel, Preisniveaustabilität, haben wir verletzt. Ja, das könnte ein Beispiel sein für einen Zielkonflikt. Oder, wie wir es in Deutschland seit vielen Jahren machen, wir erkaufen uns ja unser stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum in Deutschland durch Verletzung des Ziels außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Der Exportweltmeister kann kein außenwirtschaftliches Gleichgewicht haben. Das widerspricht sich. Entweder man ist Exportweltmeister oder hat außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Aber beides zusammen, das funktioniert nicht. Auch da haben wir einen Zielkonflikt. Also deswegen magisches Viereck, deswegen der Begriff. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.